Ja, das letzte Spiel der Hinrunde, aber nicht das letzte Spiel vor der Pause. Das letzte Spiel vor der Pause ist dann das 18. Spiel gegen St. Pauli. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zu diesem Spiel, denn wir wollen Herbstmeister werden. Bedeutet natürlich nicht so viel, aber wenn wir das halten können, dann ist es doch noch besser. Also, wir sind jetzt schon Herbstmeister, das steht fest, aber wenn wir das dann bis zum Ende halten können, sprich, wenn wir dann Zweitligameister werden, das wäre super. Okay, gegen Jahn Regensburg in der Continental-Arena. In Regensburg. Ich bin einfach mal gespannt, wie wir hier gegen den SSV Jahn so spielen werden. Ja, wir spielen in den blauen Trikots, Jahn Regensburg in den weiß-roten Trikots. Und bis jetzt haben wir bei den aktuellen Aufgaben noch gar kein Gegentor kassiert. Im ersten Spiel, also wir haben ja jetzt 2 Spiele von 4. Es gibt ja immer 4 Spiele pro Aufgabe. Und ja, der Trainer hat gesagt, dass wir hier auf jeden Fall einen Sieg holen müssen. Bis jetzt haben wir immer gewonnen und das mit einem 3-0 und mit einem 2-0. So, können wir dies dann jetzt hier auch fortführen? Von mir aus ein 1-0. Das wäre auch was. Vom 3-0 zum 2-0 zum 1-0. Ja. Wäre doch nice. So, auf jeden Fall müssen wir hier mal aufpassen. Auf, ja, beste Auswärtsbilanz. Also da haben wir auch irgendwie die beste Bilanz. Hier auch 2 Spiele dann rechnerisch verloren. Also aus 6 Spielen hätten wir dann alle Punkte. Nur aus 2 Spielen haben wir dann keine. Also 6 mal 3 sind 18. Wir haben 18 Punkte. Und dann, ne? Warum erkläre ich es eigentlich noch? Es wäre so. Ich fühle mich sowieso in der Grundschule. Ja, du rechnest jetzt das und das und dann hast du das und das. Ich finde diese Schieberechner cool. Die gehen, glaube ich, bis 50. Ich meine, ich hatte einen Schieberechner, der ging bis 50. Schon knorke, dieses Ding. Ich glaube, das Ding brauche ich auch wieder, wenn ich Abi mache. Also, ich muss das mal rauskramen. Vielleicht habe ich das ja noch. Finde ich knorke. So, Knoll. Auf Salah. Salah mal. George. Leis jetzt hier. Krötner. George. Eieiei, Leute. Das ist genau das, was ich nicht haben möchte. Da kamen dann 2 Leute auf mich zu und dann. Das hätte ganz gut mal in die Hose gehen können. Aber ich fand den Satz gerade auch toll. Ja, hier, vielleicht brauche ich ja wieder so eine einen Schieberechner, wenn ich mein Abi mache. Ja, der Satz, der ist ziemlich passend, weil wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, dann haben wir bei mir die Herbstferien. Und zu der Zeit könnte ich eh nicht aufnehmen. Das heißt, ja, ich nehme gerade im Voraus auf. Und ja, ich nehme es sogar noch vor dem eigentlichen Schulbeginn auf. Das heißt, ich nehme es am 15.8. auf. Die ersten Folgen habe ich am 14. und 13. aufgenommen. Am 13. habe ich die Würzburg-Videos aufgenommen und alle anderen Videos vom 14. bis zum 15. durch. Wir haben gerade 3.07 Uhr. Also damit man ungefähr weiß, wie viel Uhr wir gerade haben. Und ich bin ein bisschen müde, aber ich will wenigstens noch dieses
Spiel hier machen. Ich konnte halt einfach nicht schlafen. Dachte ich mir so, ja komm, nimm's einfach mal weiter auf. Und ne, es war keine schlechte Entscheidung. Ich glaube, ich wollte so um 22 Uhr schlafen. Bin dann ein paar Minuten später aufgestanden, dachte mir so, ja komm, mach's deinen PC wieder an. Und dann ist es auf. Jetzt sitze ich hier seit 23 Uhr. Also 4 Stunden. Und nehme hier FIFA auf. Was mich wiederum auch stört, ist, dass ich nicht am Stück aufnehmen konnte. Weil manchmal brauchte ich schon Pausen. Weil es hier einfach enorm warm ist. Und ich deswegen sehr viel trinken muss. Und man weiß ja, was passiert, wenn man sehr viel trinken muss. Es war jetzt bitter, dass wir dieses Gegenteuer bekommen haben. Ich wollte es unbedingt verhindern. Aber ich konnte es nicht verhindern. Das stört mich. Los. So, also vielleicht können wir jetzt hier bessere Akzente setzen. Hinterseher ist schon mal auf dem richtigen Weg. Aber gegen Regensburg will ich hier schon den Sieg haben. Also da kann ich den Trainer voll und ganz verstehen, wenn er ja sagt, nee, gegen Regensburg, da müssen wir gewinnen. Ja, da habe ich es gut antizipiert. Perfekt. Leute, ihr bringt mich echt noch ins Grab. Ja, George. Ja, Danilo. Und 2 Minuten gibt's hier drauf. Hoffentlich gibt's dann in der zweiten Hälfte bessere Aktionen von uns. Denn die erste Hälfte war echt ein Reinfall. Wenn man es mal so sehen möchte. Das war echt kacke, was wir da gemacht haben. Strafstoß! Strafstoß gibt's noch hier in der letzten Sekunde der Nachspielzeit. Was? Wieso? Ja, der ja doch! Der Ellbogen! Genau in den Nacken! Also. Hinterseher kann ihn hier machen und er macht ihn! 1:1 nochmal vor der Halbzeit. In der Nachspielzeit. Diesmal war Ansgar von Hauenstein auf unserer Seite. Hinterseher mit dem 1:1. Aber der Torwart, der hätte da auf jeden Fall rankommen können. Sehr gut gemacht. Nochmal kurz vor der Halbzeit. Dieses Tor ist sehr wichtig. Und dann geht's in die Halbzeitpause. 1:1, ja, das war. Ja. Es war nicht nötig, aber. Naja. Wir leben jetzt einfach damit. Wir leben damit und versuchen das Beste draus zu machen, denn wir haben jetzt noch weitere 45 Minuten hier in Regensburg und wir möchten ja den Sieg haben. So, Hinterseher. Janelt. Sydney Sam. Ja, Fabian. Und Freis. Grüttner. Auf Freis. Grüttner. Grüttner in die Mitte. Ja, jetzt Grüttner wieder. Nee, gut gemacht hier von der Verteidigung. Die weiß hier, wie die das machen muss. Ja, und dann verliert er so den Ball, Leute. Ja, heul nicht rum. Steh auf und spiel.
Also ich weiß, warum wir hier ihn nicht sonst in der Startaufstellung haben. Ja, Hinterseher. Es soll einfach nicht sein. Balakasi. Ja, Villakasi, so. Ja, jetzt! Der Grieche! Oh, Villakasi! Warum macht der Grieche es denn nicht selbst? Ich hab doch gesagt, dass er schießen. Egal, 2 zu 1 Bochum. Völlig egal. Völlig egal. Er trifft und darf runter. Stöger kommt drauf. Vilakazi macht wenigstens noch das Tor, bevor er vom Platz muss. Vielen Dank, Vilakazi. Vielen Dank für diesen Einsatz. So, und vielleicht kommt ja jetzt Bochum irgendwie besser ins Spiel rein. Türpitzen macht das 1 zu 1 gegen Kiel. Hinterseher. Ja, Freistoß für die Gastgeber. Ja, Cruz kommt natürlich für Sydney Sam. Ja, jetzt hier Stöger. Und Hinterseher, nein. George auf Kay. Oh, und Paul! Der setzt sich da auf den Ball. Der war da eigentlich schon durch, aber ja, da er sich auf dem Ball saß, hat er dann ihn irgendwie noch zur Ecke gelenkt. Ja, da gehe ich nicht hin. Aber es gibt wahrscheinlich dann den Einwurf für Regensburg. Nee. Einmal für uns, sehr gut. Und jetzt vielleicht der Ball mal nach vorne. Robbie Cruz. So, perfekt auf Robbie Cruz. Ja, da war einfach keiner da. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass hier Regensburg uns nicht hier irgendwie einen Strich durch unsere Rechnung macht. Ja, Stand im Abseits. Wollte ich schon sagen. Also, so spielen wir hier keinen Fußball. Ne? Also, wenn dann schon nach den Regeln. Und, ja, sage ich es auch noch, Mann. Ja, für uns gelten die Abseitsregeln nicht, okay? Also, bei uns. Leider hat der DFB bei uns leider nicht diese Regeln anerkannt für die zweite Liga. Ja, ich dachte, wir bekommen eine Sondergenehmigung. Dem war aber nicht so. So, Danilo. Nee. Ja, wobei. Guter Einsatz. Sehr guter Einsatz. Ja, schade. Aber ich. Der Grieche, der überzeugt mich immer mehr. Außer jetzt von seinen Schüssen. Denn er schießt ja nie. Und wenn er schießt, dann ist es scheiße. Und wenn er schießen soll, dann schießt er nicht. So, da brauchen wir ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ja, komm! Ja, das war kein Freistoß. Okay, dann müssen wir jetzt mal aufpassen. Leis, Leis, Leis. Und Paul war da. Super Parade. Boah, keine Ahnung, Mann. Pertl kommt für Danilo. Nee, da gehe ich nicht hin.
Einwurf für Regensburg. Ja, steht nur 1 zu 2 für uns. Nur 1 zu 2. Und haut ihn jetzt weg, Leute. So, Freis. Und ja, nach 5 Minuten auf der Uhr. Nachspielzeit gibt es dann auch noch. Und jetzt Hinterseher. Hinterseher. Man kann es natürlich nicht alleine machen mit zwei Gegnern. Er ist halt auch nicht der Schnellste. Aber dafür sind seine Pässe immer gut. Cruz auf Hinterseher. Hinterseher! Was war das für ein Treffer? Robbie Cruz mit der Vorlage. 3 zu 1 und das Ding ist aus. Meine Güte, was hat der denn da für einen Wumms dahinter? Meine Güte. 88. Minute, 1 zu 3 für Bochum. Und damit haben wir auch eine komfortable Tabellenführung. Das steht damit auch fest. Also auch von der Tordifferenz. Salah. Und der Pfosten war da. Eieieiei, da konnten wir nichts machen. Aber der Pfosten, der hat uns nochmal gerettet. Eieiei. Und wir hauen den Ball einfach weit nach vorne. Ja, aber jetzt hätten sie die erste Gelegenheit bekommen können. Wir hauen den Ball einfach weg und dann haben wir das Spiel auch gewonnen mit 1 zu 3. Ja. Ist halt Bochum, ne? Ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Natürlich, das Gegentor war jetzt nicht so toll, aber hey, was soll man machen? Es ist halt Fußball. So was passiert. Man kann ja nicht immer mit einer Null beim Gegner gewinnen. Ja, Ingolstadt hat noch zwei Spiele. Nee, zwei Spiele. Und ja, kommt trotzdem nicht ansatzweise an uns ran. Also es ist egal, was Ingolstadt macht. Auch Darmstadt kam nicht ran an uns. Dennoch ist es wichtig für Ingolstadt, da nicht zu viele Punkte zu verschenken. Denn Köln ist ja immer noch dran. Ja, und ich finde es gut, dass Paul jetzt bei jeder Werbung von Bochum dabei ist. Die drei Topstars sind immer mit dabei. Und wie gesagt, Bochum ist weiter. Da haben wir das auch. Ja, okay, Darmstadt spielt noch, Ingolstadt spielt noch, also, ne? Aber im Moment ist Bochum zweiter. Ja, dann gucken wir mal kurz. 12 Millionen. Ja, 12 Millionen. Okay. Marktwert von 12 Millionen ist schon, ja, gut. Sagen wir es mal so. Ist schon gut. Oder Form ist auch gut. Ja. Patrick Fabian. Hoogland. Danilo. Ja. Sydney Sam. Ich weiß aber auch nicht, wie lang der hier bleibt. Also Stöger, schon ein wichtiger Spieler, Robbie Cruz. Wo ist der denn jetzt? Philipp Ochs.
Wo ist er denn? Der Robert Tesche ist ja verletzt. Weiland ist nicht hier und ja. Dahinter sehr. Sehr, sehr wichtiger Spieler. Ja, und ich würde einfach sagen, wir sind einfach morgen wieder beim Spiel St. Pauli gegen VfL Bochum. Bis dann, haut rein und tschüss.